Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcast aus dem Homeoffice. Wir schreiben das Jahr 2021. Es ging ähnlich fantastisch weiter, wie wir 2020 gewohnt waren. Und wieder einmal versorgen wir euch mit den neuesten Infos und Film- und Serientipps, die wir so auf Lager haben. Ja, gutes neues Jahr von uns an dieser Stelle auch. Ja, hast du schon gesagt, es fängt ja auf einem ähnlichen Level an, wie 2020 aufgehört hat. Aber ja, hoffen wir mal das Beste. Ich meine, film-kinotechnisch sind uns aufgrund der Pandemie ja immer noch die Hände gebunden. Also die Neuveröffentlichungen halten sich so im überschaubaren Rahmen. Aber ja, wir haben trotzdem eine spannende Liste zusammengestellt, hauptsächlich von ja, vielen älteren Sachen. Und ja, vielleicht ist da dann für den einen oder anderen auch eine Entdeckung dabei. Das ist mal auch meine Hoffnung und drum beginne ich ohne große Umschweife und erzähle euch von einer heiteren Serie für zwischendurch, die aus der Feder von Matt Groening stammt, der Schöpfer der Simpsons und auch Futurama. Er hat sich einer dritten Zeichentrickserie gewidmet namens Disenchantment. Die ging jetzt schon in die dritte Runde mit der dritten Staffel, ist auf Netflix zu sehen und ist versetzt in ein mittelalterliches Fantasy-Setting. Es dreht sich um die Prinzessin Tiabini, die Prinzessin von Dreamland, die nicht ganz so prinzessinhaft ist, sondern eher eine raue Gesellin, immer darauf aus, ein bisschen Ärger zu machen und Unruhe zu stiften. Und die mit ihren zwei Freunden Elfo, einem Elf, und Lucy, einem Dämon, unterwegs ist und immer wieder großes Chaos stiftet oder versucht, dem Chaos Herr zu werden. Und das ist sehr unterhaltsam. Ich mag die Serie sehr. Ich glaube, wer Simpsons und Futurama mag, der findet sich bei diesem Zeichenstil gleich wieder und findet da auch ein bisschen Heimat und kann da sicher auch viel damit anfangen. Ist es dann, also wenn ich jetzt an die Simpsons denke, die Simpsons sind ja dann doch irgendwie auch ironisch und haben dann so eine andere Ebene, wo auch irgendwie so Gesellschaftskritik und irgendwie so dabei ist. Findet man das dann in der Serie auch irgendwie? Natürlich. Also ich glaube, es wäre dann keine Matt Groening-Serie, wenn das nicht der Fall wäre. Okay. Ja, Mittelalter hast du gesagt, da kann ich mit meiner Serie anknüpfen, die ich jetzt die letzten Tage geguckt habe. Ich spreche von El Cid. Läuft auf Prime. Es ist eine überschaubare Folgenanzahl. Das hat 5 Folgen. Jede geht so ungefähr so eine knappe Stunde, sage ich mal. Und es geht eben um El Cid. Eigentlich heißt er Rodrigo Díaz de Vivar. Der war ein Ritter aus Kastilien, also eine historische Figur. Lebte zur Zeit der Kreuzzüge im Hochmittelalter und ist nun ein spanischer Nationalheld. Also auch so von der Legendenhaftigkeit. Das, was so Robin Hood oder Richard Löwenherz für die Engländer ist, ist dieser El Cid anscheinend für die Spanier. Ich kannte den vorher gar nicht, habe aber einen Trailer gesehen und war dann doch interessiert, habe mir diese 5 Folgen angeguckt. Und ja, es sind so die Zutaten drin, die man von Game of Thrones auch kennt. Also Gewalt, Intrigen, Sex. Es geht um einen König, ich glaube Ferdinand I. heißt er, und der hat so, ich sag jetzt mal, außenpolitische Probleme mit einem Bruder, aber er hat auch am eigenen Hof Probleme,
Es sind ja eine Verschwörung gegen ihn ist im Gange. Und die Hauptfigur, dieser El Cid, der hat auch so seine persönlichen Gründe, warum er eigentlich den König hassen könnte. Aber er kämpft dann eben um seine Loyalität und versucht, ja, dem König irgendwie in dieser Intrige so beizustehen. Ja, wie gesagt, die Zutaten sind bekannt, die Rechnung geht soweit auch auf. Also man ist jetzt, finde ich, lange nicht auf der Höhe von Game of Thrones, aber ich war schon recht unterhalten. Ich denke, ich würde es auch weiter schauen. Also die Serie endet auch so, ist ganz klar darauf ausgelegt, dass da noch weitere Staffeln kommen könnten über diese Persönlichkeit. Ja, ein Problem ist vielleicht, ich bin mit dem Schauspieler, mit dem Hauptdarsteller nicht so ganz warm geworden. Und was auch ein bisschen so, ja, ein Problem war, die Geschichte der Hauptfigur ist nicht so interessant wie die Geschichten der Nebenfiguren, wo es um diese Hofintrigen und so weiter geht. Und ja, so bislang steht er halt irgendwie so da und hängt schon irgendwie ein bisschen so mit drin. Aber so das Spannende spielt es sich abseits von El Cid bisher ab. Aber ja, also eine ordentliche Serie kann man empfehlen, vor allem wenn man einfach was wirklich gut produziertes, mittelalterliches sehen möchte. Also angefangen von den Kostümen, Ausstattung bis hin zu den Schlachten, wo auch doch ordentliche Computereffekte auch mit dabei waren, ist es schon was fürs Auge, diese Serie. Ist es spanische Produktion? Ja, also gut, das Geld kommt ja sicherlich dann von Amazon, aber lauter spanische Darsteller, Regisseure, Drehbuchautoren, Produzenten, Ist ja. zumindest alles spanische Namen. Und das ist ja cool, ne? Also wenn das so ein spanisches Thema ist und dann gibt es die Möglichkeit, das mit spanischen Leuten vor und hinter der Kamera umzusetzen, ist schon eine coole Sache dann. Ich habe es aber auf Deutsch geschaut, weil ich spreche kein Spanisch. Okay. Eine dritte Serie zum Abschluss, bevor wir uns den Filmen widmen, kann ich allen einen Tipp geben, die etwas für Polizeiarbeit und Humor übrig haben, denn wunderbar vereint wird dies in der Serie Brooklyn 99. Eine Comedy-Serie, ja, in ihrem Mittelpunkt steht Andy Samberg, der ein ja, ziemlich aufgeweckter und ja, sehr kindischer Detective im 99. Precinct in Brooklyn, der möglichst versucht, alles sehr cool zu machen und gut umzusetzen. Der in einer sehr lebendigen Abteilung arbeitet mit vielen Charakteren, die alle ihre Eigenheiten haben und damit ein sehr gutes Ensemble ergeben. Ja, und Brooklyn Nine-Nine auf Netflix ist derzeit schon die sechste Staffel zu sehen. Ich finde, sie hat keineswegs irgendwo ihren Zauber und Humor von Anfang eingebüßt, sondern wurde, wenn dann, eher besser. Ich schaue es immer noch sehr gern, lache sehr viel und bin sehr, sehr gut unterhalten mit Brooklyn Nine-Nine. Ja, also ich kenne die Serie auch. Ich habe da noch nicht so viele Folgen gesehen. Ich glaube, ich bin da noch ja, irgendwo Mitte, Ende, erste Staffel, glaube ich. Ja, aber ich kann das soweit unterschreiben. Sehr amüsante Serie, coole, lustige Charaktere, mit denen man doch wirklich sehr schnell warm wird. Also ich sag mal, nach ein, zwei Folgen ist man da schon gut drin. Ja, aber ich glaube, die ist auch relativ bekannt. So vielen Leuten muss man sie, glaube ich, gar nicht mehr empfehlen. Ne? Es ist schon einigermaßen populär. Kann durchaus sein, aber es gibt bestimmt auch welche, die es noch nicht gesehen haben, die sich vielleicht nicht rantrauen, weil sie es nicht einschätzen können. Jetzt bekommt ihr von uns die Einschätzung, dass sie gut ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Jahr 2021 ist jetzt schon ja, über 2 Wochen alt. Am Silvestertag haben wir etwas ausgemacht. Und zwar, wir wollten den gleichen Film gucken.
und dann halt im Laufe des Abends eventuell darüber reden. So richtig reden tun wir jetzt. Aber wir haben am Silvestertag einen Film quasi parallel geguckt, und zwar von 2017 ist der, hat den Titel Jungle mit Daniel Radcliffe und Thomas Kretschmann. Ja, um was geht's? Es geht um drei Rucksacktouristen, die auch gleichzeitig auf einem Selbstfindungstrip sind und in Südamerika unterwegs sind. Und in Bolivien treffen sie einen, ja, so ein bisschen einen dubiosen Österreicher, der ihnen sagt: Ja, ich kenne da im Dschungel so Stellen, da kommt niemand hin, die kennt keiner. Da leben auch ja, Indianer, die hat noch keiner vorher gesehen, und da gibt es auch Gold und so weiter. Ja, und letztendlich überzeugt dieser Typ die drei Rucksacktouristen, mit ihm in diesen Dschungel zu gehen. Ja, und was als so ein, ja, so ein Rucksacktouristen-Plus-Trip beginnt, wird dann doch relativ schnell zu einem Albtraum, der auch auf wahren Begebenheiten beruht. Richtig, ja. Der Film beginnt ja mit relativ lockerer Stimmung, als sich dann eben anbahnt, dass die drei sich jetzt mit diesem unbekannten Führer da auf den Weg machen. Da ahnt man dann schon voraus, dass das vermutlich keinen heiteren Verlauf nehmen wird. Die vier geraten in Schwierigkeiten, stehen vor Situationen, derer sie dann nicht mehr Herr werden. Und damit kippt dann natürlich auch die Stimmung untereinander. Es gab da dann einen Punkt, an dem ich mich gefragt habe, warum die Stimmung jetzt so gekippt ist in diese Richtung. Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber letztlich war ich gut unterhalten, weil der Film sich an einem gewissen Punkt auch nicht scheut, ziemlich eklig zu werden. Und wirklich den Dschungel auch in seiner Härte und das Überleben in seiner Härte darzustellen. Ja, und und das kriegt mich am Ende immer eine wahre Geschichte. Auch wenn der vermutlich interessantere Teil dieses Ganzen nicht sichtbar ist, weil man es nicht nachvollziehen kann oder weil man einfach nicht weiß, was da genau passiert ist. Mehr, glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, ohne irgendwas zu spoilern. Aber das, was bekannt ist über diese Geschichte, bringt dann doch einen interessanten und unterhaltsamen Film zutage. Ja, doch, also man kann den durchaus anschauen. Ist ein Survival-Film mit, ja, wie du schon gesagt hast, mit einer Prise Ekel und Schock auch dabei, durchaus. Ja, Daniel Radcliffe könnte man noch loben, Ja. der ja doch, ja, seit Harry Potter auch wirklich gezielt auf so extreme Rollen geht. Also der Film fällt da auf jeden Fall drunter. Ich denke jetzt aber auch an Swiss Army Man, möglicherweise seine extremste Rolle, wo er diese Leiche spielt. Ja, und also er scheint jetzt irgendwie noch nicht so wirklich den Durchbruch zu haben. Also seinem Harry Potter-Kollegen Robert Pattinson, würde ich mal sagen, hat sich jetzt doch durch diese Rollenauswahl irgendwie wieder anders ins Rampenlicht gespielt wie der Daniel Radcliffe. Ja. Aber ich kann das schon durchaus wertschätzen, was er jetzt so als Schauspieler so alles macht und probiert. Ja, und vielleicht hat er auch wirklich ein Faible für diese weirden Indie-Filme, dass er sagt, er hat vielleicht auch gar nicht so das große Interesse an Blockbustern. Für ihn ist das vielleicht genau richtig, diese Art Filme. Kann Wer auch weiß, sein. der ist ja auch noch jung, der hat noch viel vor sich. Nicht ganz so jung ist der nächste Film, über den ich reden möchte. Der ist von 1952 und heißt Kampf der Welten. Basiert auf einem Roman, der noch älter ist, habe ich nachgeschaut. Der Roman Krieg der Welten von 1898. Und es geht. Also eigentlich ist das ganze Thema so eine der ältesten
Alien-Invasionsfilme und eben auch Bücher. Es spielt am Anfang in so einer amerikanischen Kleinstadt. Es kommt ein augenscheinlicher Meteorit vom Himmel, entpuppt sich dann aber als ein Raumschiff, und Aliens beginnen dann eben die Leute in dieser Kleinstadt auszulöschen. Es ist aber nicht nur dieses eine Raumschiff, sondern die sind weltweit gelandet und ja, es beginnt eben diese große Alien-Invasion. Und ja, also ich war schon relativ angetan, also 1952, dieses Thema und dann doch sehr, ja, sehr ordentliche Effekte, würde ich jetzt mal sagen, hat auch damals Oscar für die Spezialeffekte bekommen. Und ja, das Buch ist schon öfter aufgegriffen worden, zum Beispiel eben auch 2005. Den Film habe ich dann ein paar Tage später nachgeguckt, um einen Vergleich zu haben. Da hat nämlich Steven Spielberg quasi ein Remake gedreht. Krieg der Welten heißt es, mit Tom Cruise und Tim Robbins. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, leider auch nicht. Der ist eigentlich nicht schlecht. Also jetzt nicht ein Überfilm, aber doch ein echt guter Science-Fiction-Horror, der auch durchaus bedrückende Szenen hat und doch wirklich Horror und Angst erzeugen kann. Was ein ganz interessanter Kniff ist, wo Spielberg macht, also er hat einige Unterschiede zum Original und ein Unterschied betrifft so, ich sag mal, die Raumschiffe an sich. Aber das werde ich jetzt nicht verraten, weil wenn du den nicht kennst, ist das gerade zum Anfang von dem Film, von dem 2005er Film, doch ja, eine nette Überraschung. Und das habe ich dann nachgelesen, in der Steven Spielberg-Verfilmung treten auch die beiden Hauptdarsteller von 1952 nochmal in Oh. kleinen Rollen auf. Ja, Schön. hätte ich jetzt nicht erkannt, wenn ich es nicht gewusst hätte, aber ja, ich habe dann eben drauf geachtet und habe sie dann auch erkannt und das ist ja eine ganz nette Sache dann so. Sind es Filme, die irgendwo bei Streaming-Diensten verfügbar sind zurzeit? Also, das muss ich überlegen. Ich glaube nicht mehr. Kampf der Welten, den habe ich auch an Silvester gesehen, also das Original. Und ich glaube, also den habe ich auf Prime gesehen, aber da hieß es, der ist nur noch heute verfügbar. Und da habe ich gedacht, okay, den ziehe ich mal schnell rein. Also ich glaube, jetzt ist er nicht mehr da. Und Krieg der Welten, den habe ich daheim auf DVD wo gefunden. Okay. Aber man kann ja mal gucken. Ja, vielleicht tauchen sie irgendwo auf. Was aber verfügbar ist auf Netflix und auch noch dem Science-Fiction-Sektor angehört, ist ein Film namens Passengers, den ich gestern nachholen durfte. Der ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Und handelt von einer Mission, einem Schiff, das sich über 100 Jahre auf den Weg macht in eine andere Galaxie, auf den Weg zu einer Kolonie. Und die haben da ja weitere Bewohner für die Kolonie mit dabei. Die erleben diese Reise allerdings nicht in Echtzeit, sondern sind im Kyroschlaf. Aufgrund eines technischen Defekts, also dieses Schiff, das fliegt selbstständig per Autopilot, sämtliche Crewmitglieder und auch die Passagiere sind in diesem Kyroschlaf. Aufgrund eines Defekts fällt allerdings eine Kammer aus und einer der Passagiere, dargestellt von Chris Pratt, erwacht. Und ja, er gerät erstmal in Panik, als er feststellt, dass er völlig allein ist auf dem Schiff. Er hat ein bisschen so einen Ansprechpartner, so einen Androiden, der an der Bar arbeitet. Und ja, nach diesem ersten Schock beginnt er erst einmal, ja, auch ein bisschen dieses Leben zu genießen, weil er hat dieses ganze Schiff für sich allein und alle Vorteile, die es da so gibt. Dann versucht er verschiedene Möglichkeiten, vielleicht seine Kryokammer zu reparieren oder irgendjemanden zu erreichen, irgendwie an Hilfe zu kommen. Aber letztlich muss er feststellen, er bekommt keine Hilfe. Das Schiff wird noch 90 Jahre unterwegs sein, also bevor die Menschen aufwachen, wird er sterben. Ja, und so lebt er dann erst einmal ein Jahr auf diesem Schiff. Ich nehme jetzt da schon ein bisschen was vorweg.
Denn der Knackpunkt und das interessante Dilemma, das sich für ihn ergibt, ist, sollte er jemand anderen aufwecken, um nicht allein zu sein? Schafft er es, den Rest seines Lebens allein zu sein oder braucht er doch noch jemanden? Und vor allem, sollte er das tun, kann er sowas überhaupt tun? Damit ist es weit mehr als ein gewöhnlicher Science-Fiction-Film, sondern der hat auch wirklich eine ganz ethische Komponente, ja, was einfach eine Entscheidung angeht, die das Leben anderer Menschen maßgeblich beeinflusst, wenn nicht sogar völlig manipuliert. Der Film sieht sehr gut aus. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, Jennifer Lawrence ist ebenfalls in der Hauptrolle zu sehen. Und ja, es ergibt sich da eine spannende Fragestellung, die sich durch den ganzen Film zieht. Die üblichen Komponenten, die so ein Science-Fiction-Film hat und die es auch zu einer gelingenden, runden Sache macht, die sind nicht jedermanns Sache, aber ich fand ihn unterhaltsam, den Film, sage ich so, bevor ich zu viel verrate. Ja, also ich habe den Film im Kino gesehen. Es könnte so vor 3 oder 4 Jahren gewesen sein, schätze ich mal. Ja, also so die Prämisse war mal bekannt, so diese ethische Problematik, Fragestellung, die da so mitschwingt. Das hat mich auch an dem Film dann so interessiert. Und die Hauptdarsteller sind natürlich auch sympathisch, sage ich mal. Ich weiß nur nicht mehr so viel vom Film. Ich weiß nur noch, dass ich ihn dann schon unterhaltsam und ordentlich fand. Aber also anscheinend hat er mich nicht so ganz umgehauen, weil sonst hätte ich ihn wahrscheinlich gekauft und ich wüsste jetzt auch noch mehr. Unterhaltsam und ordentlich, das passt ganz gut dazu. Also, das klingt jetzt natürlich eher fad, aber ich glaube, wenn man Sci-Fi mag und wen vielleicht diese Thematik interessiert, so dieses Isoliertsein und was kann ich jetzt aus der Situation tun, dann ist auf jeden Fall zu empfehlen. Dann sollte man den auf jeden Fall mal schauen. Wie gesagt, unterhaltsam ist er ja. Ist ja dann doch auch irgendwie so ein Lockdown-Film. Ja, das stimmt. Er passt sehr, sehr gut schon. Ja. Auch wenn Ja, es das natürlich stimmt. nicht so extrem ist, dass wir wissen, bis zum Ende meines Lebens sehe ich niemand anderen mehr. Ja. Also das ist auch mit ein Problem natürlich, das er auf dem Schiff hat. Er kann jetzt nicht irgendwie Videotelefonie betreiben. Dazu ist er einfach zu weit weg von der Erde. Sondern er kann eine Nachricht schicken, aber er weiß, die kommt erst in 20 Jahren an. Also Ja. Kommunikation mit anderen Menschen ist auch nicht wirklich möglich. Ja, und ich schließe auch gleich an mit einem weiteren fantastischen Science-Fiction-Film. Möglicherweise einer der besten Filme der letzten Jahre. Das ist wohl subjektiv, aber für mich ist es einer dieser Filme, und zwar Blade Runner 2049, die Fortsetzung eines, ja, Meilensteines des Science-Fiction-Kinos Blade Runner von Ridley Scott, der sehr viel auf den Weg gebracht hat und ja, wirklich so die Basis ist für ganz viel, was Sci-Fi ausmacht. Denis Villeneuve hat es gewagt, eine Fortsetzung zu drehen. Und ich glaube, der Film, das war dann ein bisschen so, ja, der Punkt, an dem viele gesagt haben, okay, wenn er das jetzt schafft, dann einen guten Film draus zu machen, dann ist er der King. Und was soll man sagen? Denis Villeneuve ist der Der Kaiser. King. Ist der Kaiser Ja. geworden mit diesem Film. Ja. Denn es gibt manche, die behaupten, dass er besser ist als der erste Teil. Ich meine, das würde ich nicht gegeneinander aufwiegen. Mir ist jetzt bei der erneuten Sichtung aufgefallen, Mensch, der lässt sich schon sehr viel Zeit, der Film. Also, man kann ja nicht von einer rasanten Erzählweise sprechen, eher im Gegenteil. Der Film bietet wirklich die Möglichkeit, den Zuschauern
richtig einzutauchen in die einzelnen Szenen, wirklich das aufzusaugen, was da sehr bildgewaltig auf dem Bildschirm gepackt wird, und zieht einen so richtig in den Sog hinein. Ich habe es gerade angesprochen, es gab kaum einen Film der letzten Jahre im Kino, der mich visuell so umgehauen hat, der in seiner Düsternis und in diesem Neonlicht, in diesem Dreck, in diesem kalten Licht, der mich da so mitgerissen hat. Ryan Gosling ist ja bekannt fürs Darstellen von eher stoischen Typen. Besser, glaube ich, passt es überhaupt nicht, außer in diesem Film. Ich finde ihn geil. Ich weiß noch, wie so damals so die ersten Meldungen kamen, dass es eine Fortsetzung zu Blade Runner geben soll. Und ich glaube, auch ziemlich schnell kam dann die Meldung, dass Ridley Scott das nicht macht. Und dann hieß es ja, Denis Villeneuve macht es und so weiter. Und ja, damals kannten den noch nicht so viele. Und da war halt auch eher so, ja, braucht es denn das? Und es geht sicherlich irgendwie voll nach hinten los und so. Ich kannte da aber schon einige Filme mit dem Villeneuve. Und ich habe damals gesagt, also ich weiß zwar nicht, ob es was wird, aber mir ist es lieber, der macht es, anstatt Ridley Scott. Ja. Und ja, also ich gehe da mit. Einer der besten Filme der letzten Jahre. Unglaublich visuell beeindruckend. Ich mag ihn aber auch von der Story her, muss ich sagen. Hat tatsächlich auch viele schöne Momente auch, die einen auch emotional kriegen, fand ich. Und ja, also wer den nicht kennt, auf jeden Fall nachholen. Gern auch in Kombination mit dem ersten Teil. Weil, also er funktioniert wahrscheinlich schon auch irgendwie losgelöst, aber ich würde mal sagen, wirklich mehr Sinn macht es schon, wenn man den ersten Teil kennt. Und was mir beim ersten Teil auffällt, so als Jugendlicher habe ich den zum ersten Mal gesehen, ich glaube, ich war 13, 14 oder sowas. Ich habe wahrscheinlich auf sowas wie Star Wars gehofft, aber Blade Runner ist was ganz, ganz anderes. Und dann habe ich ihn irgendwie 3, 4 Jahre nicht gesehen und dann eben wieder und dann mal wieder mit Mitte 20 und so. Und der ist aber jedes Mal besser geworden. Also den alten Blade Runner vergleiche ich mit so einem Wein, der reift. Und ja, also die beiden in Kombination, das kann ein schöner Abend werden. Ja, definitiv. Aber auch ein langer Abend. Auch ein langer Das Abend, sind ja schon lang klar. die Filme. Je nachdem, von Blade Runner gibt es ja auch verschiedene Cuts. Da streiten sich auch die Geister, was jetzt da der Beste ist. Muss man vielleicht für sich einfach auch einfach mal alle gesehen haben. Wahrscheinlich. Ja, wir haben unseren Sci-Fi-Blog beendet und jetzt machen wir einen Sprung ins Mittelalter. Und da habe ich einen Film gesehen, auch über die Weihnachts-Neujahrstage, den ich in meiner Kindheit wirklich sehr, sehr oft gesehen habe. Und dann lange Jahre nicht, jetzt eben wieder. Und zwar Robin Hood, König der Diebe. Von 1991 ist der Film. Kevin Costner spielt Robin Hood, der, ja, ursprünglich ist es ja so eine legendenhafte Figur aus so englischen Balladen, was über mehrere Jahrhunderte so zusammengewachsen ist. Und in der Filmversion ist Robin Hood ein Adliger namens Robin von Locksley, der an den Kreuzzügen teilnimmt, da im Gefängnis ist, aber dann zusammen mit einem Mauren namens Asim entkommt, gespielt von Morgan Freeman. Er geht zurück nach England und stellt dann fest, dass sein Vater getötet wurde vom Sheriff von Nottingham, gespielt von Alan Rickman. Und dieser Alan Rickman, dieser Sheriff von Nottingham, möchte die Abwesenheit vom König Richard Löwenherz ausnutzen, um so die Adligen hinter sich zu scharen und so die Macht zu übernehmen. Ja, es war richtig schön, den auf Blu-ray zu gucken. Viele Kindheitserinnerungen
kamen wieder. Also es ist ein wirklich, finde ich, toll gemachter, unterhaltsamer Mittelalter-Abenteuerfilm. Mir gefallen unter anderem die Szenen zwischen Kevin Costner und Morgan Freeman sehr gut. Aber ja, so wirklich das Highlight für mich ist jetzt einfach in dem Film schon Alan Rickman mittlerweile, der diesen Sheriff von Nottingham also so auf die Tube drückt, sag ich mal, und so an der Grenze zum Wahnsinn eigentlich spielt. Also das ist ein Hochgenuss, finde ich, diesen Mann in dieser Rolle zu sehen. Die Sache mit der Hexe ist da vielleicht ein bisschen drüber manchmal, finde ich. Aber ja, doch ein Stück Kindheitsgeschichte und ja, wirklich eine charmante Robin Hood-Verfilmung. Ja, Ja. charmant, aber als Kind habe ich den Film schon auch relativ hart wahrgenommen. Ja. Also der geht nicht zimperlich mit seinen Figuren um. Was ich eben damals auch besonders cool fand, weil es so erwachsen wirkte und jetzt weg von diesem verspielten Sherwood Forest und grüne Strumpfhosen hin zu einem doch erwachsenen und realistischeren Bild. Ja, ich kann das unterstreichen. Bei mir ist schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe jetzt wieder richtig Lust drauf. Doch, also kann ich nur empfehlen. Und es gibt da auch mittlerweile zwei Fassungen. Die sind auch bei der Blu-ray dabei, die ich habe. Eine Langfassung und die Kinofassung. Ich habe aber tatsächlich zur Kinofassung gegriffen, weil die Langfassung ist, glaube ich, komplett neu synchronisiert. Und das ist halt so ein Fall, da wollte ich einfach, dass es sich so wie früher anfühlt. Und dann habe ich die Kinofassung in der gewohnten Synchro geguckt. Ja, gerade bei so Filmen, die man als Kind gesehen hat, da ist es dann wirklich gut, wenn man das Gefühl wiederholen kann, indem man den Film genauso guckt wie damals. Das Ja. Einzige, was jetzt anders ist, sind heute, dass diese vielen, vielen Werbeunterbrechungen fehlen. Ich glaube, an das bin ich zumindest gar nicht mehr so gewohnt. Ja, also so Filme im Free TV, also das ist schon lang nicht mehr passiert, dass ich da was geguckt hätte, oder zumindest jetzt, also bei den Öffentlich-Rechtlichen schon mal hin und wieder, und da gibt es ja eh keine Werbung. No. Ich habe dann, weil ich dann doch auch ein bisschen wieder so in so einem Mittelalter-Ding drin war, habe ich einen Film geguckt, wo ich an dieser Stelle einen alten Studienkollegen von uns grüßen möchte. Hallo Scheber. Ich weiß noch, dass er und auch du mir vor Jahren immer gesagt haben, du musst der 13. Krieger schauen. Und das hat sich so über Jahre lang hat sich das so aufgebaut, so ein Mysterium um diesen Filmtitel allein, der 13. Krieger. Oh, was wird das jetzt hier sein? Ja, und dann habe ich ihn auf Amazon entdeckt, da war er zumindest vor ein paar Wochen. Und ja, dann habe ich mir der 13. Krieger angeguckt. Hauptrolle spielt Antonio Banderas. Er spielt, also der Film ist aus den 90ern, 1999 ist er. Er spielt einen muslimischen Dichter und Poeten, der sich blöderweise in die Frau eines Kalifen oder so verliebt und deswegen fällt er in Ungnade. Und er muss gehen, er wird in den Norden verbannt und da trifft er dann auf Wikinger. Weiß nicht genau, wie lange man laufen muss von Bagdad aus, bis man irgendwelche Wikinger trifft, aber Antonio Banderas trifft Wikinger. Und genau, und diese Wikinger erhalten eine Art Hilferuf von einem anderen Nordmann-Stamm. Die werden bedroht von ja, einem uralten Stamm, eine Gefahr, sehr mysteriös. Und diese Wikinger schicken 13 Krieger los, um diesem Stamm zu helfen. Und so eine Art Hexe oder Zauberin sagt, der 13. Krieger darf kein Nordmann sein, es muss ein anderer sein. Ja, und dann ist der 13. Krieger eben Antonio Banderas, der dann da mitgeht. Der aber
zu Beginn auch alles andere als ein Krieger ist, sondern erst einmal auch in diese Rolle hineinwachsen muss. Richtig, richtig. Ja. Und der erste Zugang ist die Sprache. Und die lernt er als Poet sehr, sehr schnell und überrascht dann die Wikinger eines Abends am Lagerfeuer und spricht dann die Nordmannsprache. Ja. Als ich dir vor vielen Jahren diesen Film empfohlen habe, da war mir natürlich bewusst, dass es jetzt kein Top-Film ist. Dass er ein bisschen cheesy ist, dass er schon so 90s-Vibe hat. Aber ich Ja. mag ihn trotzdem noch. Ich habe ihn auch vor einer Weile mal wieder gesehen. Der hat einfach was. So dieses Culture Clash und so diese. Ja, also diese Dynamik mit diesen Nordmännern, auch die Kampfszenen sind auch ganz gut, und also inszenatorisch ist er auch ganz gut gemacht und schaut gut aus, und lässt sich sicher auch heute noch schauen. Also, du hast mir dann zwischendurch auch noch mal gewarnt, so erwartet jetzt hier kein, weiß was ich, kein Herr der Ringe oder Gladiator oder irgendwie sowas. Habe ich dann auch nicht erwartet, aber ja, also ich hatte meinen Spaß. Es war ja ein schöner Film, eine ganz nette Geschichte. Ja, und doch auch ordentliche Gewaltszenen. Ja, stimmt. Auch damit geizt er Also, nicht. nein. Ja, und auch Antonio Banderas macht sich noch als Krieger. Absolut, ja. Wie sagen es da? Gib einem Arab ein Schwert und er macht ein Messer daraus. Genau, Genau. weil er kommt mit dieser riesengroßen Klinge nicht zurecht und lässt sich dann kleiner schmieden und erntet dann erstmal den Huhn. Ja, aber Antonio Banderas steht da sein Mann letztendlich. Ja, na, Ja. ist eine unterhaltsame Geschichte. Ja, etwas völlig anderes, aber doch auch unterhaltsam und geizt nicht mit Gewalt, ist ein Film, der nun auch schon seine Jahre alt ist und ja, glaube ich, in der breiten Filmwelt schon so viel Aufmerksamkeit erregt hat, dass die meisten ihn wohl kennen sollten. Es ist von Quentin Tarantino sein letzter Film. Ja, drei Filme kamen danach noch. Genau. Es ist in Glorious Bastards. In Glorious Genau. Bastards, die Geschichte einer Gruppe von amerikanischen Soldaten, die in von den Nazis besetzten Frankreich ja verdeckt vorgehen und deren Ziel es ist, möglichst viele hochrangige Nazis zu töten. Tarantino-mäßig kann man sich darauf einstellen, dass sehr viel Gewalt in diesem Film vorkommt, dass es eine interessante und rasante Geschichte ist, die sich wie immer nie voraussehen lässt, sondern mit vielen Überraschungen auffährt und auch so einigen schauspielerischen Überraschungen. Ich kann mich heute noch erinnern, als ich den Film das erste Mal im Kino gesehen habe und diese Eröffnungssequenz vorbei war, in der Christoph Waltz als SS-Führer Hans Landa auftritt und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, boah, was ist denn das für ein Typ? Also sicherlich jetzt mittlerweile, als man ihn öfter gesehen hat in diversen Blockbustern, da merkt man, er hat so seine Art und das wiederholt sich auch irgendwo. Aber da ist er erst einmal so aus dem Nichts plötzlich aufgetaucht und hat eine wahnsinnig furchteinflößende und beeindruckende Leistung hingelegt. Ja, also Inglourious Basterds, meine allererste Assoziation ist da auch immer Christoph Waltz, Hans Landa, das war wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, aber ich meine, dass du ihn mir dann gezeigt hast und wir den, glaube ich, auch zusammen geschaut haben. Es könnte durchaus Meine sein. ich Ich habe zumindest, ja. den oft gesehen. Ja. Ja, und ich weiß jetzt nicht so genau, wie da dein persönliches Tarantino-Ranking ausschaut, aber ich würde sagen, dass es nach Pulp Fiction und nach Reservoir Dogs
vielleicht mein liebster Tarantino ist. Ja, würde ich ja auf jeden Fall sagen. Hätte ich auch mal wieder Bock zu gucken. Ja, bleiben wir ein bisschen geschichtlich, wobei man sagen muss, der Film, der jetzt bei mir kommt, ist historisch wohl korrekter als Inglourious Basterds, weil Tarantino nimmt sich daran doch gewisse Freiheiten, Ja. sagen wir mal. Ja, anders ist es bei dem Film Ludwig der Zweite. Es ist ein Film 1973 von einem italienischen Regisseur, Luchino Visconti heißt der. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja beim letzten Mal, habe ich ja ein bisschen was über Romy Schneider und die Sissi-Filme erzählt. Ne? Und ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass Romy Schneider dann eben nochmal diese Rolle gespielt hat, nach dieser Sissi-Trilogie, was jetzt gar nicht so selbstverständlich ist, weil ihr die Rolle doch sehr zu schaffen gemacht hat. Also sie ist dann in den 50er Jahren eigentlich von der ganzen deutschen Presse sehr auf diese Rolle reduziert geworden und es war dann eigentlich wie so eine Last für sie. Sie ist dann letztendlich auch nach Frankreich gegangen, hat hauptsächlich französische Filme gemacht und komplett andere Rollen gespielt, auch viele Skandalfilme produziert, was man vielleicht als Versuch interpretieren kann, sich von dieser Sissi-Rolle zu lösen. Aber dann hat sie eben dieser italienische Regisseur, dieser Luchino Visconti, dazu gebracht, die Rolle nochmal zu spielen. Also scheint auch in der Zeit so ein Star-Regisseur gewesen zu sein. Ich kenne jetzt persönlich nicht. Und ja, aber eigentlich geht es ja um Ludwig II., den Märchenkönig aus Bayern. Und der Film ist sehr, sehr lang. Es sind knapp 4 Stunden. Und da gibt es auch ein bisschen so eine Geschichte dazu. Also das ist schon die ursprüngliche Fassung, diese 4-Stunden-Fassung, ist aber in den 70er Jahren einer Zensur zum Opfer gefallen. Und jetzt kann man es aber quasi auch in der Version gucken, wie sich der Regisseur gedacht hat. Ja, König Ludwig wird jung gekrönt. Er ist eigentlich nie wirklich an der Politik interessiert, hat eher so ein Interesse an der Kunst. Im Film kommt dann auch seine Beziehung zu Richard Wagner vor. Da wird Ludwig ein Gönner des Komponisten. Der wiederum ist eigentlich nur pleite und nutzt ihn aus. Und ja, aber irrwitziges Geld steckt er dann in diese Förderung von ihm und baut irgendwelche Opernhäuser. Ja, aber letztendlich muss er Wagner dann auch wieder wegschicken. Dann geht es darum, dass Ludwig eben in seine Cousine, in Sissi, gespielt von Romy Schneider, verliebt ist. Sie weist ihn aber ab. Er soll dann eine Schwester heiraten. Da bleibt es aber bei der Verlobung. Er heiratet sie letztendlich nicht, weil er auch er dann sozusagen mit seiner Homosexualität ringt. Und da zeigt der Film dann doch sehr, sehr deutlich auch einen Grund, warum er in den 70er Jahren auch zensiert worden ist. Ja, und letztendlich zieht er sich dann ja komplett so in seine Traumwelten zurück, baut seine Traumschlösser, verfällt auch zunehmend körperlich. Also ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Ludwig am Ende stark übergewichtig war und dass ihm eigentlich fast alle Zähne rausgefault sind, weil er nur noch süße Sachen gegessen hat. Ja, und der Film endet dann auch mit seinem mysteriösen Tod. Also eine ganz, ganz breite Spanne und eigentlich besteht der Film nur aus Gesprächen und hat eigentlich jetzt keine temporeiche Action-Szene oder sonst irgendwas, aber mich hat es irgendwie total fasziniert. Also ich habe den auf zweimal geschaut, 2 Stunden hier, 2 Stunden da und ich fand den richtig, richtig gut und ich glaube, dass es größtenteils mit dem Hauptdarsteller auch zusammenhängt. Helmut Berger heißt der. Ich kenne den auch überhaupt nicht. Aber der spielt es wahnsinnig intensiv. Und vielleicht auch gerade, weil der Film so lang ist und sich Zeit nimmt, ist es wie so eine Charakterstudie, wo du wirklich am Ende das Gefühl hast, ich kenne diese Person jetzt. Und ich kann so diese ganze Tragik und ja, dass das ganze Drama von dieser Person auch irgendwie erfassen.
Und Romy Schneider ist auch großartig. Also ist eine tolle Schauspielerin auch gewesen. Ja. Also die lange Laufzeit hätte mich jetzt erst einmal abgeschreckt, aber wenn man dranbleiben kann und eben das Schauspiel einen dann so an der Stange hält, dann könnte man ja dem doch eine Chance geben. Ja, also vielleicht findet man irgendwo einen Trailer oder so, aber ich glaube wirklich, dass es bei dem Film diese Länge ist, die so diese ganze Wirkung dann entfaltet. Weißt du, was da damals genau zensiert worden ist? Ja, es waren schon vor allem, glaube ich, die Szenen, wo es um seine Homosexualität ging. Also das ist so rauszensiert worden, was halt dann damals auch wohl in der Kritik war, also wie er dargestellt wird und so weiter. Also das kannst du mit unserem Ludwig nicht machen. Also ich glaube, dass sogar damals Franz Josef Strauß sich empört hat über diesen Film. Also mein Gefühl für diese historische Person nach dem Film ist, dass er mir einfach wahnsinnig leid tut. Und ich so das Gefühl habe, der ist entweder viele, viele Jahrhunderte zu spät geboren. Der hätte vielleicht irgendwie, was weiß ich, als römischer Kaiser, vielleicht irgendwie, vielleicht wäre es ihm da besser gegangen, vielleicht. Oder er ist eben ein paar Jahrhunderte, naja, nee, jetzt habe ich es anders gesagt. Also entweder er hätte früher leben müssen. Oder er hätte eben heute leben müssen. Heute würde er wahrscheinlich, keine Ahnung, wäre irgend so ein Modezar oder sonst irgendwas. Aber er war ja in der falschen Zeit, in der falschen Position, am falschen Ort und ja, eine ganz tragische Person. Und weil ich den Film ja jetzt eigentlich wegen Romy Schneider gesehen habe, schließe ich mit dem nächsten Film auch an. Ich habe dann dieses Biopic, nenne ich es jetzt mal, über Romy Schneider gesehen, 3 Tage in Quiberon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Marie Bäumer spielt Romy Schneider, die eine unglaubliche optische Ähnlichkeit mit der hat. Und es geht um ein Interview. Romy Schneider befindet sich in einem, ja, ich sag mal, in einem Kurhotel in Quiberon, das ist in Frankreich. Sie hat da schon einige Schicksalsschläge so hinter sich. Ihr Ex-Mann hat sich getötet, sie hat Alkohol- und Medikamentenprobleme, hat einen eigenen Suizidversuch gehabt und ist jetzt quasi in diesem Kurort, in diesem Kurhotel für eine Entgiftung. Und ja, eine Freundin, eine aus der Jugendzeit besucht sie. Und dann kommen ein Reporter und ein Fotograf vom Magazin Stern. Sie hat sie zugelassen, dass ein Interview geführt wird. Und über 3 Tage verteilt wird sozusagen dieses Interview geführt. Und sie gibt da sehr, sehr intime Einblicke in ihr Leben. Es geht dann. Ja, es geht so darum, dass sie eine Frau ist, die quasi zwischen Karriere, Erwartung an sich selber, Erwartung von außen und Familie, Familienansprüchen, ja, so hin und her gerissen ist, die auch Angst hat, ihre Kinder zu verlieren. Und ja, das ist auch sozusagen real passiert. Also es gab dieses Interview im Stern. Man muss dazu sagen, dass sich der Film wohl auch hier und da ein paar Freiheiten nimmt. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Tochter von Romy Schneider gesagt hat, ihre Mutter, die war da nicht wegen einer Entgiftung, sondern die wollte sich einfach erholen. Ja gut, ich denke mal aber, dass der Film sich dann vielleicht deswegen die Freiheit nimmt, weil es ja im Vorfeld diese Alkohol- und Medikamentenprobleme gab und vielleicht greift der Film auch ein bisschen vor, weil Romy Schneider ist ja dann tot aufgefunden worden. Ich glaube, sie war irgendwie Anfang 40. Es war ein Jahr nach dem Interview. Und vorher war es so, dass ihr 14-jähriger Sohn einen tödlichen Unfall hatte.
Und ja, kurz danach später ist sie ja eben auch tot gefunden worden. Es ist nicht letztendlich geklärt worden, an was sie gestorben ist, aber die Möglichkeit, dass es Überdosis Medikamente ist, die ist sozusagen da. Und ja, das alles schwingt so, finde ich, bei diesem Film mit. Es ist ein Schwarz-Weiß, es besteht auch nur aus Gesprächen und die haben es aber wirklich in sich. Also besonders intensiv habe ich so wirklich diese Interview-Szenen wahrgenommen, wo der Reporter also wirklich fies und direkt nachfragt und ja, sie dann ja da irgendwie kontert oder sich dann abwechselnd eben auch Paroli bietet und dann aber wieder sehr zerbrechlich auch ist und das da wirklich so aufbricht, was in ihr so alles vorgeht. Also das ist eine Wahnsinnsleistung von der Marie Bäumer und ich finde, die hat auch zu Recht diese vielen Preise da bekommen, hauptsächlich so deutsche Filmpreise, die es dann da gab. Ja, also hat mir recht gut gefallen, der Film. 3 Tage in Kiberow. Ja, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, Romy Schneider, ihre Arbeit kenne ich so jetzt nicht, weil ich eben auch die Sissi-Filme nicht kenne und auch sonst nichts von ihr. Wenn ich das jetzt aber so höre, erweckt es doch meine Aufmerksamkeit. Also ich habe das Gefühl, dieser Film könnte mir gefallen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wo er verfügbar ist. Ich habe ihn tatsächlich auf Blu-ray gekauft, aber ich bereue es nicht. Also ja, eine schöne Filmerfahrung auf jeden Fall. Ja, ich mache weiter mit einer Filmerfahrung. Ich weiß nicht genau, wie ich die nennen soll. Ich habe zum ersten Mal einen Film gesehen, der, glaube ich, schon vor allem aufgrund seines Schauspiels in aller Munde ist. Er ist von einem Regisseur, der bekannt ist für Filme, die aus der Reihe fallen. Und drum hätte mir auch im Vorfeld klar sein sollen, dass es eine eher anders ja, erzählte Geschichte ist. Ich spreche von There Will Be Blood. Daniel Day-Lewis, der ja mittlerweile nicht mehr schauspielert, hat da wieder eine seiner größten Leistungen abgeliefert, indem er einen Ölmogul darstellt, der allerdings so in der absoluten Anfangszeit des Ölgeschäfts dasteht, also wo es wirklich heißt, mit den Händen runtergraben und es ist eine sehr gefährliche Arbeit und es ist sehr unsicher. Ja, er spielt einen Mann, der erfolgreich sein will in diesem Geschäft und dafür ja vieles in Kauf nimmt und auch entsprechend mit anderen Menschen umgeht, Menschen, denen das Land gehört, wo er bohren will, Konkurrenten, Menschen, die mit ihm Geschäfte machen. Die bekommen zu spüren, dass er ein Geschäftsmann ist. Ja, There Will Be Blood beginnt sehr eindrucksvoll, weil wir eben Daniel Day-Lewis sehen, wie er sich so langsam hocharbeitet und ungefähr so gute 15 bis 20 Minuten wird kein einziges Wort gesprochen, sondern das wird alles in Bildern erzählt, was schon sehr beeindruckend ist. Der Film lässt sich wiederum auch wieder sehr viel Zeit, verweilt in Szenerien, ja, schafft Atmosphären, schafft Gefühle. Daniel Day-Lewis bekommt auf seinem Weg so eine Art Gegenspieler, mehr oder weniger, ist jetzt keine Konstante, aber immer wieder gerät er mit Paul Dano aneinander, der ein junger Prediger ist. Und unter anderem ja eine Kirche hat da auf dem Land, wo gebohrt werden soll. Und der ihm quasi immer moralisch gegenübersteht, der auch Geschäfte mit ihm macht und dabei immer eben so diesen moralischen Fingerzeig hat. Ja. Also ich fand ihn gut, diesen Film. Paul Thomas Anderson sieht eben davon ab, eine ja konstante Geschichte zu erzählen,
sondern man ist immer so auf der Suche nach dem roten Faden. Das war ein bisschen problematisch für mich. Aber es ist eine Filmerfahrung. Also ich glaube, einmal Okay. sollte jeder diesen Film gesehen haben. Ja, ich habe den tatsächlich im Regal stehen, weil ich auch immer, oder was heißt immer, hier und da liest man schon, dass der richtig gut ist, einer der besten Filme der letzten Jahre, Jahrzehnte oder so. Ja, ich habe zum Beispiel auch ein bisschen Respekt davor und ja, muss dann doch wohl auch irgendwie eine Stimmung irgendwie abpassen. Ja, also was man auf jeden Fall hervorheben muss, ist die Filmmusik, die die sehr konträr zu den gezeigten Bildern oft steht. Also die ist was sehr Eigenes und wirkt oftmals extrem überdramatisch. Ich meine, man versteht natürlich, warum das so ist und welche Stimmung da erzeugt wird, aber das wirkt ein bisschen. Ja, oder das, ja, das ist nichts, was man so kennt, sage ich mal. Okay, ist weiter auf meiner Liste. Wenn es mal dazu kommt, werde ich dich auf jeden Fall informieren, Ja. wie es so war. Ja, ich habe heute ziemlich frisch noch einen Film gesehen. Und zwar einen Film, der ja 2020 einen Starttermin hatte, aber ich glaube, er ist letztendlich nicht wirklich gestartet. Und ja, ich habe ihn jetzt eben dann auf Blu-ray gekauft. Der Fall Richard Jewell. Regie hat Clint Eastwood geführt und ja, dabei sind unter anderem Paul Walter Hauser, Sam Rockwell und Olivia Wilde. Ich weiß nicht, was du über den Film so weißt. Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts, okay. Es geht um einen Mann namens Richard Jewell. Und Richard Jewell, sein großer Traum ist es eigentlich, Polizist zu werden, aber er schafft es nur bis zum Wachmann. Und ja, wenn man ihn so sieht, dann denkt man sich halt schnell, ja, okay, das ist jetzt so ein Loser. Der ist jetzt nicht besonders groß, der ist übergewichtig, kommt ein bisschen so naiv rüber, ist in seiner Arbeit überengagiert und man würde so als Außenstehender denken, wenn er so als Wachmann irgendwo ist. Der nimmt sich viel zu wichtig. Er ist doch eigentlich nur irgendwie so ein Wachmann. Also er wird auch belächelt. Er hat es dann auch nicht besonders leicht. Er arbeitet da am Anfang als Wachmann auf so einem College-Campus, wo er dann letztendlich gefeuert wird, weil er sehr energisch von den Jugendlichen fordert, nicht mehr Alkohol zu trinken und keine Party zu machen. Ja. Und er bleibt aber Wachmann und dann finden 1996 die Olympischen Sommerspiele in Atlanta statt. Und seine Aufgabe als Wachmann ist es da bei so einem Park, wo ein Konzert stattfindet, da eben aufzupassen, Security-mäßig. Und ihm fällt dann da so ein Rucksack auf unter einer Bank und ja, überengagiert, wie er ist, meldet er das den Polizisten und am Anfang sagen alle, ja, was machst du jetzt da so für einen Stress? Das ist ein Rucksack. Ja, aber tatsächlich sind dann da Bomben drin. Und durch diese frühe Warnung fängt dann so eine Evakuierung an. Die Bombe geht dann allerdings trotzdem hoch. Es sterben aber nur zwei Menschen und wenn eben das nicht diese 5 Minuten vorher angefangen hätten, die Leute aus dem Radius zu bringen, wären es viel, viel mehr gewesen. Ja, und das heißt, Richard Jewell wird dann ein paar Tage lang als Held gefeiert, bis dann das FBI anfängt, gegen ihn zu ermitteln. Und die Presse kriegt davon Wind. Und die Vorstellung ist dann eben, der hat das selber gelegt, um eben dann den Ruhm abzugreifen. Das ist ja so ein Einzelgängertyp und ja, schau dann doch an und ist eigentlich ein Loser und das war jetzt so sein Moment, ne? Also es wird so ein bisschen so ein Profil zurecht gemacht. Ja, und das FBI ermittelt dann wirklich sehr, sehr hart und die Presse
macht ihm und seiner Mutter eigentlich das Leben zur Hölle, bis er sich dann einen Anwalt nimmt, Sam Rockwell, der ihm dann da eben zur Seite steht. Ja, letztendlich ist es dann auch so, dass Jahre später auch der wirkliche Täter gefasst wird und so. Ja, aber bis dahin musste dieser Richard Jewell eben einiges durchmachen. Ich fand den Film ziemlich gut. Das klingt auch Also, nach einer sehr spannenden Geschichte, muss ich sagen. ist es auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, gerade so die erste Hälfte ist wirklich top gemacht. Clint Eastwood, er kommt jetzt da nicht so an seine Dramen wie Mystic River oder Million Dollar Baby oder Gran Torino ran, ne? Also die sind so von der Qualität her noch mal höher. Aber es ist schon eine Geschichte, die mich irgendwie interessiert hat. Es gab dann einen Punkt, an dem habe ich mich beim Gucken gestört. Oder da habe ich mich gefragt, okay, was ist das jetzt genau? Und zwar, es gibt eine Reporterin in dem Film. Diese Reporterin gab es wirklich und es war auch die erste, die geschrieben hat, dass dieser Richard Jewell jetzt der Verdächtige ist und so weiter. Also sie hat eigentlich das losgetreten, was dann medial alles über ihn hereingebrochen ist. Und in dem Film wird es quasi so dargestellt, dass sie an diese Informationen kommt, indem sie einem FBI-Agenten anbietet, mit ihm zu schlafen. Okay, und da habe ich dann so ein bisschen nachgehakt. Genau, weil die Person, die Reporterin, die ist heute tot, die kann nicht mehr sagen, wie sie wirklich an diese Informationen gekommen ist. Es gibt also jetzt, ich sag mal, keine historische Grundlage für diese Szene. Und dementsprechend ist Clint Eastwood auch kritisiert worden, warum er diese Reporterin so darstellt. Und dann habe ich aber auch herausgefunden, dass die Reporterin für die Zeitung gearbeitet hat, die bis heute nicht richtig gestellt hat, was sie da alles über den Richard Jewell geschrieben haben. Also der Richard Jewell hat quasi so im Nachhinein ist er halt juristisch gegen die ganzen Artikel und Behauptungen vorgegangen und eigentlich gab es Einigungen mit allen Zeitungen und Medienhäusern außer dieser Zeitung, wo diese Reporterin gearbeitet hat. Und diese Zeitung wirft jetzt quasi im Film vor, dass das eine Falschdarstellung ist. Also wie gesagt, ich glaube, man hätte sicherlich in dem Film das irgendwie anders lösen können, dass diese Reporterin irgendwie anders an die Informationen kommt, als das eben anbieten zu müssen. Aber so auf einer Metaebene habe ich irgendwie da gemeint, okay, da geht es jetzt hier irgendwie. Das ist ein Diss von Clint Eastwood gegen diese Zeitung. Ja. Ja. Es ist jetzt meine Interpretation von der ganzen Geschichte. Ja, könnte durchaus sein. Ja. Ich meine, Clint Eastwood ist natürlich, ich glaube, gerade für viele so in Hollywood so ein bisschen ein Reizthema, wenn er einen Film macht, weil er ja auch ein Konservativer ist. Und es gibt in Hollywood eigentlich kaum konservative Filmemacher oder so, ne? Ja, aber ich muss sagen, die ganze Thematik und das alles, das hat schon was. Und der Film ist wirklich handwerklich richtig gut gemacht. Die Schauspieler sind super. Also Sam Rockwell geht ja immer. Und auch dieser Paul Walter Hauser, der da den Richard Jewell spielt, kannte ich vorher nicht, den Mann. Der macht es richtig gut. Doch, ist ein empfehlenswerter Film, finde ich. Die Empfehlung nehme ich gern mit. Eine weitere Empfehlung habe ich, ein Film, den ich auch vor kurzem endlich gesehen habe. Ich habe ihn schon sehr lange auf der Liste, aber es ist wieder diese Art Film, an die man sich jetzt nicht sofort rantraut, weil man doch weiß, dass sie eher eine schwere Thematik behandeln. Ich spreche von Still Alice. Es geht um eine Frau, dargestellt von Julianne Moore, die eine Wissenschaftlerin ist, eine Linguistikdozentin. Also Sprache ist ihr Leben, Wörter sind ihr Leben, das Schreiben ist ihr Leben. Und ich glaube, dass sie
so Anfang 50 ist, als sie ein paar gesundheitliche Probleme bekommt, kleinere Dinge, und ja, ein einschneidendes Erlebnis, sie ist joggen und ist da irgendwie am Campus und hat da einen Moment, an dem sie die Orientierung verliert. Und sie lässt es untersuchen, es ja, gibt verschiedene Anzeichen, was es sein könnte. Und nach mehreren Tests stellt sich heraus, dass sie in einem frühen Stadium der Alzheimer-Erkrankung ist. Was selbstverständlich für jeden Menschen eine sehr schlimme Diagnose ist, aber gerade für sie, wo Wissen und das Sprechen eine so große Rolle spielt in ihrem Leben und sie einfach weiß, dass sie das ja, auf sichtbare Zeit verlieren wird. Und es zeigt dann diesen Weg, wie sie selbst versucht, damit umzugehen, wie ihre Familie damit umgeht. Der Film zeigt es sehr gnadenlos, würde ich sagen. Spielt es wirklich bitter aus und führt auch zu einem sehr bitteren Ende. Hat aber auch so ein paar schöne, lichtvolle Momente. Um es kurz zu machen, der Film hat mich sehr mitgenommen und sehr beeindruckt. Und ich war gerade von Julianne Moore sehr beeindruckt, wie sie diese Frau zum Leben brachte und das dargestellt hat. Sehr beeindruckend. Ich weiß, dass der auf meiner Liste war. Ich wollte den im Kino sehen. Damals vor, weiß nicht, 5 Jahren oder so vielleicht, 5, 6 Jahre. Könnte sein, Aber der kam halt nirgendwo. War die vielleicht sogar, ja, sie wird sicherlich Preise gewonnen haben, aber bei den Oscars und so hat sie da auch eine Rolle gespielt. Weißt du das zufällig? da müsste ich nachschauen. Ja, oder weißt du, wer sonst noch so mitspielt? Ihr Mann spielt Alec Baldwin. Ah. Der macht es auch ganz gut und eine ihrer Töchter ist Kristen Stewart. Ah, okay. Und ist der irgendwo streamingtechnisch verfügbar? Ja, ich habe den. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe. Irgendwo bei den gängigen Anbietern. Ja, Prime Ja. oder Netflix. Netflix, genau. Ja. Jetzt wollte ich doch einmal deine Frage nach Preisen beantworten. Er ist von 2016 Oh, okay. und Julianne Moore hat den Oscar gewonnen als beste Hauptdarstellerin. Okay. Hab doch gewusst, dass da irgendwas war. Ja. Ja, den werde ich mal auf meine Liste setzen. Hört sich echt ja, nach einem guten Drama an, ja, wo man sich aber auch auf einiges gefasst machen muss. Ja, sollte man auf jeden Fall. Wir hatten jetzt allgemein jetzt so in dem Podcast ziemlich viele Dramen, auch viele tragische Geschichten und Gestalten, muss man jetzt sagen. Aber wir sind ja auch bekennende Optimisten. Deswegen gibt es von dir jetzt noch was Lustiges zum Schluss, ne? Richtig. Diesmal enden wir auf einer ganz heiteren Note. Also es ist wirklich sehr positiv. Gehen wir raus mit zwei Filmen, die von Humor nur so strotzen und wirklich die Lachmuskeln strapazieren. Und zwar ist es die Neuauflage der 21 Jump Street Serie in Form von zwei Filmen. Also 21 Jump Street war eine Serie unter anderem mit Johnny Depp, der einen verdeckten Ermittler darstellte, der aufgrund seines jungen Aussehens ermitteln konnte und sich als Schüler tarnen konnte. Genauso ist es jetzt in der Neuauflage. Channing Tatum und Ah, ja. Der Kleine.
Ah, aus Mann. Wolf of Wall Street. Red mal weiter, ich suche, Ja. wie der heißt. Genau, Ich weiß red mal weiter. ja, wie er heißt, aber jetzt nicht im Ja, Moment. ja. Ja, Ja, genau. die beiden kennen sich auch noch aus der Highschool, sind dann auf der Polizeiakademie. Channing Tatum ist eben dieser athletische Typ, der allerdings ja, nicht sonderlich intelligent ist, wohingegen sein Partner Jonah Jonah Hill, danke. Ja, wesentlich cleverer ist, dafür aber eben weniger athletisch. Die beiden tun sich zusammen und werden aufgrund ihres jugendlichen Aussehens in ein Spezialprogramm aufgenommen, die 21 Jump Street, ermittelt verdeckt, und die beiden werden an die Highschool geschickt, weil da eine neuartige synthetische Droge unterwegs ist, und die sollen eben die Dealer und die Quelle ausfindig machen. Weggeschickt werden sie von Ice Cube, der ja ein Angry Black ja Vorgesetzter ist, und da merkt man schon ein bisschen, also der Film nimmt sich selbst nicht sonderlich ernst, spielt auch ein bisschen damit und nimmt sich das selber auf die Schippe, dass es ein Remake ist, und als sie eben da hingeschickt werden zu diesem neuen Programm, da heißt es so, ja, das wird jetzt wieder gemacht, weil man denkt ja, nur weil es früher mal funktioniert hat, funktioniert es jetzt wieder. Also der Film nimmt sich das selber auf die Schippe und macht es sehr gut und funktioniert in meinen Augen auch sehr gut. Also ich mag den sehr. Ich finde ihn sehr lustig. Jonah Hill und Channing Tatum sind ein super Duo, die das ganz gut machen. Und so wie es in 21 Jump Street beginnt, so geht es auch weiter in 22 Jump Street. Der nimmt sich wiederum auf die Schippe, weil er eine Fortsetzung ist und wieder dasselbe macht, nur dass die jetzt aufs College geschickt werden und ja, da wieder ja, ermitteln. Diesmal gibt es schon ein paar Kniffe, die anders sind. Also es ist nicht komplett derselbe Film, aber er spielt natürlich schon die Nummer aus. Ist aber in meinen Ja. Augen genauso lustig, also ich mag den genauso gern. Doch, also ich habe die auch in guter Erinnerung. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, aber für mich schwimmen die so ein bisschen im Humor mit von, ja, so ein bisschen Ananas Express und Superbad und Das ist das Ende, also so ein bisschen so in der Art. Ich glaube, gerade wenn man dann doch mal irgendwann wieder in Gruppen zusammen sein kann und nach irgendwas Lustigem sucht und man kennt es noch nicht, dann ist das doch eine Empfehlung auf jeden Fall, Auf diese jeden zwei Fall. Filme. Also, Ja. es ist guter und auch intelligenter Humor. Da muss man ja heutzutage auch immer ein bisschen schauen, dass es nicht nur doof ist und sage ich mal, der einfachste Gag, den man rauskitzeln konnte, sondern da gibt es schon wirklich sehr, sehr clevere Geschichten, die wirklich Spaß machen, und ja, es ist ein rasanter Trip, auf jeden Fall. Ja, unser Trip ist erstmal zu Ende. Ja. Ja, ein buntes, abwechslungsreiches Programm, so hoffen wir. Ich denke, da ist für fast jeden Geschmack etwas dabei. Ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. So wie es aussieht, wenn wir ja dann doch noch relativ viel Zeit haben, um daheim irgendwelche Filme zu gucken. Also der nächste Podcast wird mit Sicherheit kommen. Das ist so klar wie das Amen in der Kirche. Ich denke, beim nächsten Mal haben wir wieder eine volle Liste und werden euch wieder viel erzählen können. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, wer bis jetzt durchgehalten hat. Und ja, viel Spaß bei allem, was ihr demnächst so schaut. Dürft uns gerne Kommentare dalassen, was euch besonders gefällt, was ihr vielleicht schon geguckt habt aufgrund unseres Tipps oder was ihr uns vielleicht raten könnt. Würde uns sehr freuen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Servus, ciao. Servus, ciao.